Get it. Mein Name ist Anne Mantanach, ich bin 27 Jahre alt und ich studiere in meinem ersten Jahr Master an der Bibliothekswissenschaften, nämlich den Malis zu Köln. Das ist also berufsbegleitender Master, das heißt, dass ich den auf Distanz mache und ich arbeite währenddessen auch Vollzeit. Und zwei Wörter zusammengefasst sind da die Vielseitigkeit und Struktur vom Beruf. Er kann ja so viele verschiedene Institutionen oder Domänen wirklich schaffen. Das geht von öffentlichen Bibliotheken über Forschungszentren, über wissenschaftliche Spezialbibliotheken. Je en gros zusammengefasst, einfach überall da, wo Informationen verwaltet werden, gesammelt und verwaltet am Anfang. Und das muss auch wirklich nicht immer in dem Medium von Papier gebunden sein, das ist also im heutigen Kontext auch immer mehr in den digitalen Bereich gebunden. In der Hinsicht ist eben ein Beruf, der immer weiter evoluiert, der sich immer verändert. Und damit ist eben einer von den gleichzeitig ältesten und modernsten Berufen an unserer heutigen Gesellschaft. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist eben ein extrem vielfältiger Beruf. Das heißt, ich finde immer einfach einen kleinen sparenden Bereich, eine Nische, an der sich gut vorstellen zu schaffen. Dabei muss ich aber sagen, dass kein Beruf, was den Schiedsverrängen ohne Vierbehalter empfehlen. Es muss ja schon gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen. Eingefunden ist zum Beispiel ein Vierwitz an der Wissbegier, den Drang, etwas nachzugucken und zu hinterfragen. Und da kommt dann noch der Punkt dabei, der wenn sich nicht für neue Technologien scheuen, muss ihn immer bereit sein, sich weiterzubilden, Neues zu lehren. An einem Punkt, den Leute ganz, ganz gerne vergessen, ist zum Beispiel auch, ich muss ja noch mit Leuten umgehen können. Mit denen hört den, also mit seinem Publikum hört den immer zu dienen. Und plus ist eben der Beruf, wie gesagt, er evoluiert immer, ich muss den immer weiterbilden. Das ist kein Beruf, den er nur einmal lehrt und er feiert schon allein genauso ausüben kann. Und du musst ihn sich schon drüber lassen können. Also es sind sogenannte Quereinsteiger an, als Berufssparten. Das heißt, dass schon am Bachelor ist komplett andere studiert. In meinem Fall waren das historische Kulturwissenschaften. Und ich habe mich eben als erstes mal ein bisschen umorientieren. Du hast bei der Wahl von meinem Master folgende Punkte dabei kommen. Der Malis erfordert eine junge Berufserfahrung, ihr das in der Studium überhaupt kann aufhängen. Das heißt, ich schon mal ein bisschen mittlerer Weh erfahren, für die 12 Meter Erfahrung können zu machen, ihr das mich überhaupt kann ummalen. Für daran zu kommen. Und das ist zum Beispiel auch, was ich will schon merken, dass bei vielen Masteren an diesem Sparten der Fall, dass du Erfahrung, Berufserfahrung, in dem wie viel meint, also die ganze Tür vorausgesagt, die Stadt am Hannerkopf behalten. Der Beruf von Bibliothekar ist schon heutzutage nicht mehr von den neuen Technologien, sowohl im digitalen Kontext wie auch einfach technisch gesehen, zu trennen. Und das wird dann nächstes Jahr definitiv auch so weitergehen. Also alles Care-Aufgaben, die wir haben, werden bleiben, aber sie werden sich eben ändern. Wir werden garantiert neue Routine kriegen, sowohl vom Punkt von der Akquisition, wie auch den Abholen vom Material, wie der Bestandserhaltung. Wieso? Wir werden neue Routine kriegen, mit keiner Aufgabe werden schon präsent bleiben. Mit Bewegung hin zum Digitalen, also Ballfall präsent. Und da muss ich eben noch so ein, gleich mal ganz gerne Gag oder wir werden nicht durch Computer ersetzt gehen, egal wie viele Leute das mangeln. Weil kein PC von der Welt, egal wie performant er ist, wird hier so eine gute Recherche können machen wie eine kompetente Bibliothekar. Da wird man nicht ersetzt gehen. Voilà. Und dann also eben auch noch den Punkt, den, auf den immer man aufmerksam machen muss, dass Neuerungen am Beruf werden sich an Huse schon am Studium auch niedergeschlagen. Das heißt, all die Neuerungen, Kuren haben sich gewandelt, wir haben viel mehr Fokus auf den digitalen Aspekt schon an den Studien. Das heißt, normalerweise geht es schon während des Studiums auf die Änderungen viel berät. Ich persönlich habe eine Präferenz für eine wissenschaftliche oder eine spezialisierte Bibliothek, per rapport zu einer öffentlichen. Das, mir gefällt der Forschungsaspekt an den Institutionen einfach extrem gut. Und
Gleit mengg dann immer nimm, well en an einer wissenschaftlicher Bibliothek schafft, hat en dat keet Kontakt mam Klier an dann kenn en dummer net dëmm doen. Dat is awer grund woer. Also Service au Public ass och an enger wissenschaftlicher Institutionun duchaus präsent, eben am ënnerscheet, dat en Utilisateur, déi beidech kënnt, eben am selchte wissenschaftliche Kader agéiert, wie du schaffst. An der persönlich gefällt mir einfach besser, wie lo mam Grand Public vun enger öffentlicher Bibliothek ze schaffen. Ja, und zwar mehr wie in einem Nähen, ganz viel, also du, sowohl während meiner Bachelorstudien, nur meine Bachelorstudien, dafür drunter sogar schon. Und an der Hinsicht, also die von der Story, schon durch ein Stage, ein obligatorisches Stage, den ich für mein Bachelorstudium müssen machen, auf dem mein Weg an die Bibliothekswesen fand. Ich habe da mein Stage in einer Bibliothek gemacht und dadurch herausfand, guck, der ist ein Bereich, der gefällt mir. Und das hat mich dann dazu motiviert, mich umzuorientieren und diesen Master zu machen. Und dann eben noch ein Teil von denen von der Berufserfahrung, die ich für meinen Master gebraucht habe, und ich über Stagen einen Charakter gehabt. Und dann dahin muss ich einfach so die Opportunität für Stagen zu machen, soll immer wieder geholt werden. Macht so viel Stagen, wie ihr nicht mehr machen könnt. Die Erfahrung, die ihr daran macht, die verschiedenen Berufsfelder, die ihr entdecken könnt, das ist eine von wertvollsten Erfahrungen, die ihr auch nicht mehr jemals können machen. Für Orientation, für Erfahrungen im Allgemeinen. In der Hinsicht, das Gold wert, aber ihr sollt nicht mehr so viel machen, wie ihr kann, egal ob obligatorisch oder freiwillig. Ich muss wirklich sagen, ich bin extrem froh, dass ich mein Masterstudium Kuren zum Bibliotheksmanagement tun. Einfach, also so Thematiken wie Budget, Eventorganisation und so weiter. Weil das sind Sachen, die in, egal wie ein Stagens du musst, die Seiste dann aber echt der Mann, weil das echt auf dem Direktionsniveau schon bald geht. Dann habe ich Kuren, wo es Troll, respektive Trollen und Aufgaben von der Bibliothek an der Gesellschaft geht, die Interaktion mit dem Publik und all das. Und das auch, also das faszinierend, wie vielfältig das ist, auch wenn da in meinem Fall ein bisschen auf die deutsche Gesellschaft angepasst ist. Und dann als drittes müsste ich wirklich meinen Kuren zur Informationstechnologie nennen. Das geht ein bisschen auf das zurück, was ich im Vorfeld schon zu den, zur Entwicklung von den Berufen gesucht hat, eben die neuen Technologien, Digitalisation und all das, was wir rankriegen. Und diese Kuren lehren wir darüber, wie es geht, seit wann es geht, wie sie sich entwickeln. Aber wie gesagt, das ist einfach der Punkt, mit dem ich immer froh bin. Und da bin ich wirklich gespannt, was in den nächsten Jahren auch mich durch könnte. Es ist für mich extrem wichtig, dass wenn ich ein Stage mache, dass ich wirklich Zeit für ihn geholt wird und dass dann auch eine konstruktive Arbeitsatmosphäre aufgebaut wird. Das heißt, einerseits, es soll ihn immer erklärt kriegen, für was ihn ein Arbeit möchte, weil ganz ehrlich, es gibt nichts mehr Frustrierendes, wie 8 Stunden am Tag dort zu sitzen an einer Beschäftigungstherapie einfach zu vollbringen, ohne zu wissen, was die Relevanz, der Wert, die Valeur, das Resultat von deiner Arbeit nur soll sein. Das ist extrem frustrierend. Und in der Hinsicht, wenn man einfach eine konstruktive Arbeitsatmosphäre hat, geht die selber nur Antworten sicher los, geht die selber zum Nachdenken angeregt. Das ist in der Hinsicht viel mehr belohnend am Endeffekt. Und da gibt es noch ein ganz wichtiger Kriterium für mich, und das ist eine Evaluation zum Schluss vom Stage. Nämlich, dass man sich dann ein mit der Person, die sich während dem Stage mit gekümmert hat, zusammensetzt und dass man darüber schwartet, was hast du alles gesehen, was hast du daraus gelehrt, was sind die Erfahrungswerte, die du daraus ziehst. Und dass du noch wirklich konstruktive Feedback kriegst, was war gut, was war Männer gut, was hat einem gut gefallen, was hat einem nicht so gut gefallen. Weil das im Endeffekt das war, den am meisten an der Ballfall am meisten mal auf den Weg hält. Also du gibst natürlich eine ganz offensichtliche und extrem utopische Antwort, und zwar alles. Nee, das ist im Endeffekt tatsächlich nicht umsetzbar. Wenn ich mich wirklich auf Care-Aufgaben an der Bibliothek ein bisschen fokussieren, gebe ich für mich selber Dopschaffen und Bestandserhaltung ein bisschen zurückbehalten. Das sind 2 Punkte, wo ich einfach der Meinung bin, dass man in den nächsten Jahren noch extrem viel Changement der Werte kriegen, also sowohl auf Niveau von Notieren, wie auch von nationalen und internationalen Normen. Und du freust mich wirklich auf ob die Änderungen, ob die Wandlungen, ob die neuen Challenges, die da auf uns zukommen. Wenn das so die 2 Punkte, die ich mir persönlich ein bisschen
rauspicken, wann es könnte.